Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video, diesmal mit einem Leak von Sony. PlayStation hat bei sich im Store die neue Season geleakt, beziehungsweise den Ladebildschirm, also dieses Startbild von Fortnite Season 3, das ist jetzt dort drinne. Und ich wollte euch das Bild mal zeigen und ein bisschen darüber reden, weil jetzt gibt es sehr viele Gerüchte, was jetzt in der neuen Season passieren könnte, unter anderem eben mit SpongeBob. Und ich wollte mal ein bisschen darüber reden, ob das jetzt wirklich so sein wird oder eben nicht, ob das einfach nur jetzt nur Gerüchte sind. Aber auf dem Bild sehen wir erstmal einfach nur den Battle Bus. Im Hintergrund sehen wir die Schrift mit Fortnite und ansonsten sehen wir einfach nur ganz viel Wasser. Also es ist alles voller Wasser und das bestätigt eigentlich auch das, was wir die ganze Zeit vermutet haben, dass die neue Season 3 sozusagen unter Wasser spielen wird, beziehungsweise dass wir sehr viel Wasser haben werden und höchstwahrscheinlich unter Wasser spielen werden mit neuen Schwimmanimationen und so weiter. Aber auf diesem Bild sehen wir noch ein kleines Detail und zwar eine kleine Insel auf der rechten Seite mit drei Palmen und alle sind direkt ausgerastet und haben gesagt, ey, SpongeBob kommt auf jeden Fall jetzt in Fortnite als Secret Battle Pass Skin oder wie auch immer. Beim SpongeBob Intro eben diese kleine Insel mit den drei Palmen zu sehen ist und dann taucht man unter zu Bikini Bottom und so fängt sozusagen die Serie an. Aber jetzt, nur wegen dieser Insel im Prinzip, wird jetzt gesagt, dass SpongeBob in Fortnite sein wird. Und ich glaube das eben nicht. Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass das Thema gut zusammenpasst. Also, dass wenn wir unter Wasser spielen, dass es da vielleicht irgendwelche Referenzen geben wird oder irgendwelche Easter Eggs mit SpongeBob, weil wir haben auch schon die ganze Zeit vermutet, dass oben links bei The Shark diese ganzen Inseln, dort wo diese komischen Bewohner leben, die so ein bisschen aussehen wie Fishstick, dass wir da auch gesagt haben, ey, das erinnert so ein bisschen an Bikini Bottom, könnt ihr vielleicht in diese Richtung gehen, so als Easter Egg, und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass wenn es in die Richtung geht, dass da eher Easter Eggs eingebaut werden, aber nicht, dass wir jetzt irgendwie SpongeBob Skins bekommen, weil so eine Insel mit drei Palmen findet man eine Milliarde Mal, also wenn man bei Google alleine in der Bildersuche eingibt Insel mit Palmen, finden wir 1 Million Bilder, die irgendwie so eine Insel zeigen mit drei Palmen. Das ist einfach so ein typisches Bild von so einer einsamen kleinen Insel. Ich glaube eher, dass das eine Anspielung auf Season 9 ist, denn in der Season 9 haben wir ja diesen kleinen Mini-Trailer bekommen von Jonesy, wie er auf dieser einsamen Insel aufwacht und so eine kleine Kiste neben sich hat, wo eine Flare-Gun drin ist. Und die Flare-Gun schießt er einfach in die Luft, so als Signal, dass er noch da ist, dass er auf dieser einsamen Insel eben ist und dann schießt er da mit dem Battle-Bus runter. Das würde viel mehr damit zusammenpassen, weil man muss sich einfach nur vorstellen, das ist eigentlich genau dieselbe Szene auf dieser einsamen Insel. Der Battle Bus fliegt oben drüber und Jonesy schießt den Battle Bus nach unten. Und die Flare Gun selber wird ja auch vermutet, dass das ein Item werden soll in Season 3. Die Flare Gun gibt es jetzt schon seit fast 2 Jahren in den Items. In den Leaks sozusagen. Und die Flare Gun wird entweder eine Waffe sein oder ein Item, was zum Beispiel einen Airdrop ruft. Das heißt, man schießt so ein Signalfeuer in die Luft und es kommt ein Airdrop runter. Oder es wird einfach nur ein Emote. Das heißt, man schießt in die Luft und es taucht so ein Logo in der Luft auf. Ich glaube eher, dass es ein Emote sein wird, so eine Flare Gun. Also so wurde sie damals zumindest vor 2 Jahren schon beschrieben. Und wie gesagt, bei diesem kleinen Trailer mit Jonesy auf der einsamen Insel sehen wir eben diese kleine Insel, diese einsame Insel mit drei Palmen. Genauso wie hier auf diesem Bild. Also ich glaube schon, dass Fortnite oder beziehungsweise Epic Games das Ganze schon sehr lange plant. Also in Season 9 haben die das Ganze schon sozusagen vielleicht konzipiert oder geplant und jetzt setzen sie das Ganze um mit dieser Wasserwelt beziehungsweise mit dieser Wasserkarte. Auch super interessant aus der Season 9 ist dieser Ladebildschirm, wo wir Jonesy sehen, wie er in diesem Bunker ist und diese Wand komplett vollmalt. Und auf dieser vollgemalten Wand haben wir ja sehr viele Hinweise aus der Season gesehen, also aus der Season 9. Das heißt, den Kampf mit dem Monster und dem Roboter und so weiter, sind sehr viele Hinweise darauf. Aber es gibt noch eine kleine Stelle auf der linken Seite und dort sehen wir den Battle Bus, wie er über diese kleine Insel fliegt. Und diese kleine Insel hat auf dem Bild zwar jetzt nur 2 Palmen drauf, aber ich denke mal trotzdem, dass es eine Anspielung darauf ist. Also, dass es einfach sehr gut zusammenpasst. Das heißt, dass das Bild von Jonesy in diesem Bunker eine Anspielung auf den Trailer war, auf diesen kleinen Mini-Trailer in Season 9, wo er auf der einsamen Insel ist. Und jetzt in Season 3 bekommen wir diese kleine Insel im Spiel selber, also sozusagen dieser Wasser-Season. Eine andere Sache, die jetzt super interessant ist, ist ein 4chan-Leak, der jetzt mehrere Tage alt ist. Und er wurde eigentlich komplett ignoriert, weil es halt, ja, super fake sein kann einfach. Und es ist eben ein Foto von einem Bildschirm, also hat irgendjemand einen Bildschirm abfotografiert und gesagt, ey, das ist ein Teil von der neuen Season, von einem neuen Cinematic Trailer oder so, von der neuen Season 3. Und der Typ, der das behauptet hat bei 4chan, hat gemeint, dass
ihm ein Mitarbeiter von Epic Games das Ganze zugesendet hat. Und wie gesagt, das kann halt jeder sagen. Jeder kann sagen, ey, mein Onkel, mein Cousin, mein Busfahrer arbeitet bei Epic Games. Alle arbeiten bei Epic Games. Er hat mir irgendein Bild zugeschickt. Und deswegen wurde das Ganze ein bisschen ignoriert. Aber jetzt macht das Ganze Sinn. Und vor allem wurde dieser Post jetzt gelöscht. Also eigentlich fast zeitgleich, als der PlayStation Leak kam, wurde dieser Post von 4chan gelöscht. Und das zeigt einfach nur dieses eine Bild oder diesen Ausschnitt von einem Bildschirm. Wir sehen unten so Dateiordner. Es kann halt einfach sein, dass jemand vom Homeoffice oder so arbeitet von Epic Games und eben schon Zugriff auf diesen Trailer hat von der Season 3. Und wir sehen sozusagen unten diese einzelnen Ordner, was wahrscheinlich von Fortnite oder woran die gerade arbeiten. Und oben drüber ein Videoplayer bzw. ein Video, wo gerade Pause gedrückt wurde. Und dort sehen wir einen Ausschnitt von dieser kleinen Insel mit den drei Palmen. Und auf dieser Insel sehen wir, ich glaube, es ist Jonesy selber. Er sieht genauso aus wie in diesem Trailer von Season 9. Also das heißt oben ohne, einfach nur in diesen Shorts. Und dort steht auf der Insel vor einem Lagerfeuer. Wir sehen die drei Palmen und im Hintergrund sogar diesen Fisch, also diesen aufgehängten Fisch. Und den sehen wir auf dieser Insel von diesem kleinen Mini-Trailer ebenfalls. Also es passt alles perfekt zusammen. Und deswegen wurde auch gedacht, ja okay, das kann halt einfach fake sein. Das hat irgendjemand zusammengebastelt, weil er einfach alle Infos aus diesem kleinen Trailer genommen hat von Jonesy auf der einsamen Insel und es so zusammengebastelt hat. Aber das sieht dann schon sehr echt aus, weil wir da noch ein Lagerfeuer haben. Wir sehen im Hintergrund einfach nur super viel Wasser. Rechts sehen wir noch so ein kleines Objekt, ich weiß nicht, was es sein soll. Irgend so ein Schatten, ob das irgendwie ein Gegenstand im Wasser ist oder vielleicht ein Hai. Also könnte so eine Haifischflosse sein, die da irgendwie gerade rausguckt. Könnte vielleicht in diese Richtung gehen, aber jetzt bekommt dieses Bild auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit und es kann auf jeden Fall echt sein. Also wir müssen einfach mal abwarten, wenn dann der Trailer zur Season 3 kommt, also kurz bevor sie anfängt, morgens sozusagen, dann release der Epic Games immer diese Trailer, das heißt Battle Pass, Trailer und so weiter, dass diese Szene, also dieser Ausschnitt, dass der vielleicht dort dann zu sehen sein wird in diesem Trailer. Bin ich sehr gespannt drauf. Aber wie gesagt, Leute, dieses Thema mit SpongeBob, dass der sozusagen jetzt ein Fortnite sein soll, ich glaube persönlich nicht. Easter Eggs-Anspielungen bin ich safe. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie das machen. Ich meine, die haben sogar Simpsons reingebracht und so weiter. Deswegen, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber gucken wir uns einfach mal ganz kurz so zwei Concepts an, wie Skins aussehen könnten in Fortnite. Und so gut die Concepts auch sind, ich finde die komplett unpassend irgendwie in Fortnite. Zum Beispiel hier haben wir Patrick. Das sieht halt aus, als wäre er einfach so ein Fingermensch. Also die Beine sehen aus, als hätte er so Finger als Beine und die Arme halt auch. Das sieht halt schon ein bisschen eklig aus. Ich meine, es könnte halt schon funktionieren, dass man den so in Fortnite bringt, aber ich weiß nicht, Leute. So cool es auch ist, ich finde, es sieht halt so ein bisschen komisch aus und Patrick passt da irgendwie nicht so rein. Und bei SpongeBob, ich meine, er ist einfach viereckig. Ich glaube nicht, dass man den 1:1 übernehmen könnte. Und das ist so ein Konzept, was ich gefunden habe. Das ist natürlich eher so ein Käse Mann oder so, aber es wurde halt gesagt, also der Typ hat gesagt, ja, es könnte SpongeBob sein, so in die Richtung, dass man den so ein bisschen ummodelliert und so ein bisschen käsig macht oder so, passt halt auch überhaupt nicht. Und wenn man SpongeBob 1:1 übernehmen würde, da wäre er einfach nur komplett viereckig und wo ist die Hitbox von ihm? Also ich weiß nicht, also ich finde, das passt jetzt nicht so gut rein, aber ich meine, es könnte vielleicht passieren, ich weiß nicht, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das finden würdet. Hättet ihr Bock drauf, wenn SpongeBob irgendwie als Charakter reinkommen würde? Oder das hier könnte vielleicht ein neuer Ort werden, so Krusty Krab. Wir haben ja sehr viele Restaurants, wir haben ja Tacos, dann haben wir Dörrburger, dann die Pizzeria mit dem Tomatenkopf sozusagen. Das könnte vielleicht auch nochmal dazu passen, so The Krusty Krab, vielleicht auch so Krabbenburger irgendwie so in die Richtung. Wie gesagt, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass Epic Games dieses Thema einfach aufgreift, weil es ist halt super passend einfach und SpongeBob, ich meine, wer mag SpongeBob nicht? Also jeder mag SpongeBob und dass da vielleicht irgendwie so ein Restaurant irgendwie kommen wird als Ort, als Location, wo man irgendwie landen kann, wobei Landen ja eigentlich gar keinen Sinn mehr macht, weil man dann schwimmen müsste, also wo man hinschwimmen kann, fände ich sehr interessant sowas eigentlich. Und manche behaupten, dass wir eigentlich schon einen allerersten SpongeBob-Skin haben, und zwar den Fishstick, denn der sieht einfach Dave sehr ähnlich von SpongeBob. Ich meine, die Farbe stimmt, die Augen, also die Glubschaugen stimmen. Es könnte sein, dass er sozusagen eigentlich schon der allererste SpongeBob-Skin im Spiel ist, denn früher hat ja Fortnite, damals, als wir noch keine Kooperationen gemacht haben, trotzdem immer wieder mal Skins reingebracht, die irgendwelchen anderen Charakteren sehr ähnlich sahen. Zum Beispiel der John Wick damals, der OG John Wick, der ist ja nicht wirklich John Wick, aber der sah ihm sehr ähnlich, beziehungsweise wurde so angeteasert. Oder zum Beispiel auch der Rust Lord, das soll ja, glaube ich, von Guardians of the Galaxy sein, dass
die sich einfach sehr ähnlich sehen. Und später erst kamen dann die richtigen Kooperationen und die richtigen Skins zu diesen Charakteren. Und vielleicht ist ja Fishstick wirklich eine Anspielung darauf. Und wir haben schon den ersten SpongeBob-Skin und jetzt kommen dann die richtigen raus. Wer weiß dann? Könnte alles sein. Ja, Leute, das war's mit dem heutigen Leak. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist ja gar nicht mehr so weit entfernt mit der neuen Season. Das heißt, am Samstag ist Event. Würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet auf Twitch. Ich werde das Ganze streamen. Ich habe sehr Bock drauf. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ich würde mich über einen Daumen nach oben sehr freuen, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.